Ja, jetzt geht es um ein bisschen ernsteres Thema. Mittlerweile merkt man das ja in allen Bereichen, den aktuell herrschenden Fachkräftemangel. Der ist uns allen leidvoll bekannt, insbesondere im Bereich der Pflegeberufe mangelt es an allen Ecken und Enden. Alles, was nicht schnell genug auf den Bäumen ist, muss für diese wichtigen Tätigkeiten herangezogen werden. Wir haben jetzt ein Exemplar draußen stehen, das uns von seinen Erfahrungen im beruflichen Alltag erzählen möchte. Es ist eine Krankenschwester, auf die wir uns jetzt freuen können. Wollt ihr sie sehen und hören, was sie uns zu berichten hat, dann bitte ich um den Einzugsmarsch für unsere Krankenschwester. Muss ich überhaupt noch was sagen? Eigentlich langt's doch schon, oder? Ich komme nicht rein, ich erscheine praktisch. Ne? Also dann gehe ich wieder, war schön bei euch. Ne? Super. So leicht hätte ich mein Geld noch nie verdient wie heute. Nee, ich bleibe schon noch ein wenig da. Ja, also ich bin die Schwester Alice. Eigentlich bin ich ja Mo, habt ihr vielleicht schon gemerkt, oder? Hat es jemand noch nicht gemerkt? Doch, ich bin die Schwester Alice. Sie haben gesagt, ich soll einen Nomen nehmen, der auf beide Geschlechter passt, Alice und Alice, ne? Wie bei Howard Carpendale damals. Aber langsam ist es lachhaft, oder? Dieser Fachkräftemangel, du musst dich zum Affen machen. Ich bin gelernter Gas- und Wasserinstallateur, Spengler. Dann war ich immer Beck zwischendurch. Und du wirst ja heute ständig umgelernt, was heißt umgelernt, du sollst dich halt Ozi, jetzt bin ich am Campus oben, als kranker Bruder praktisch. Aber kranke Schwester. Welche mal Brüste lassen sie mich nur zu den Kassenpatienten? AOK, DAK, Barmer und das ganze Geschwaddel. Aber ich sag's euch, ich bin auf, ich komme gerade von der Visite, deswegen habe ich das Ding da dabei. Ich bin vor einer Woche, ich bin erst eine Woche oben, habe ich gesagt, pass auf, ich sage es gleich, ich kann nichts. Haben sie gesagt, doch, du kannst Deutsch und das langt beim Campus. Also wir sind jetzt noch zu dritt, die Deutsch können, aber ich bin der endliche Aborigine, weil ich ja auch Rönerisch kann, ne? Doch, ihr lacht, bei uns kommen Leute aus den Walddörfern, Schmalwasser, Waldberg, Sandberg. Sind ihr da? Du? Da, die Truppe könnten auf bei uns, die versteht keiner. Da hab ja selbst ich zu tun. Hey, ich geh nicht kann an die Stau, da muss ich meinen Geldbeutel so viel raus, du. Außerdem kann ich meinen Rotz nicht wacker schleuder. Da, wenn eine syrische Schwester könnte, die verzweifelt. Stell dir mal vor, einer könnte auf und der syrische Chefarzt oder Oberarzt könnte, was haben Sie? Ich war im Wald, da ist mir ein Holz auf den Tätz gefallen. Und jetzt habe ich ein Loch in meine Ladüchte. Der hat 12 Semester Medizin studiert, der weiß nicht, was der Mann hat. Und dann wäre ich immer gerufen, egal ob ich Brotzeit habe oder Mittagspause, egal, du musst wieder kommen, da ist wieder einer da, so sagt er da oben. Gehe ich immer hin, was hast du denn? Ein Loch im Kopf. Habe ich gesagt, er hat ein Loch im Kopf, aber ihr müsst nichts machen, weil wenn ein Fass Bier leer ist, dann steckt man den Hahn ja auch nicht wieder rein. Ne? Nee, aber da spielen sich Dramen ab. Heute Mittag um 11 Uhr war eine Schwester von Syrien, oder Jordanien, ich weiß gar nicht, völlig wurscht, hat zum Patienten gesagt, du hab ein Pyjama? Hat ich gesagt, nee, der Doktor hat irgendwas von Blinddarm gesagt. Hab ich gesagt, lass mich immer hin. Hast du einen Schlafanzug dabei? Ja. Na also, dann sag's doch gleich. Na, so musst du mit den Leuten reden. Ne? Also ich bin mittlerweile da oben die wichtigste Kraft, sag ich euch. Aufnahmeprüfung hat 2 Minuten gedauert.
letzten Montag um 9 Uhr. Was machen Sie mit einem Patienten, der einen Hitzschlag hat? Habe ich gesagt, den lege ich in einen Schotter und mache ihn kalt. Bin schon genommen worden. Ja, die nehmen alles, was nicht schnell genug im Bahnhof könnte, habe ich ja gesagt. Ne? Dann war ich in der Inneren, da muss ich sagen, Innere, das war nichts. Also Innere, du siehst nichts. Ne? Das ist so langweilig, die Patienten liegen in ihr Nastatin und du denkst, doch, der hat doch nichts. Ja, dann schicke ich mich immer in die Chirurgie, da hängen die Knochen weg. Habe ich gesagt, jawohl, das, Gas- und Wasserinstallateur, das ist Ehre meins. Ne? Aber da spielen sich Dramen ab in der Handchirurgie. Gestern früh ist eine Frage gekommen, der Mo hat die Hand gebrochen. Und dann hat ich gesagt, Schwester, sagen Sie mir bitte die Wahrheit, auch wenn es noch so bitter ist. Habe ich gesagt, gute Frau, der hat die Hand gebrochen, so schlimm ist das nicht, er wird uns nicht gleich sterben. Hat sie gesagt, doch, Schwester, sagen Sie mir bitte die ganze Wahrheit, wird mein Mann jemals wieder Geschirr abspielen können? Habe ich gesagt, wenn er gescheit ist, nicht. Heute früh in 8 Uhr hatte man ich habe es aufgeschrieben, der hat Syphilis, AIDS, Herpes, Krebs, Cholera, Hepatitis und Ruhe. Gibt es noch irgendwas? Nein. Dann hat er gekriegt einen Toast, mit auch eine Pizza und jetzt abends Rührei. Dann haben sie alle gemeint, der hilft das? Nein, aber das ist das Einzige, was wir durch den Türspalt durchbringen. Da brauchst du auch so Leute wie mich, ne? Wegen praktisch veranlagt. Ne? Also, dann war ich 2 Tage unten im Tal, wo der Schmitz-Marie-Haus gerade abgerissen wird, psychosomatische. Muss ich sagen, meine Lieblingsabteilung. Nichts gegen die Chirurgie, aber die psychosomatische, für mich wunderbar. Da passe ich richtig rein. Hat's gesagt, was machen wir mit dem Patienten auf Zimmer 5, der heult schon die ganze Nacht wie ein Wolf. Habe ich gesagt, nichts, aber die Großmutter dürfen wir nicht reinlassen, da müssen wir aufpassen. Ne? Echt? Oder ich sehe ihn kommen, Schwester, Schwester, ich werde ihn übersehen. Habe ich gesagt, der Nächste bitte. Er muss ja übrigens nichts machen. Oder andere, Schwester, alle sagen zu mir, ich sei eine Uhr. Habe ich gesagt, mach dich verrückt, ich werde dich alle bloß aufziehen. Aber es gibt auch schlimmere Fälle. Also psychosomatisch, muss ich sagen, da geht schon ab. Vornachte ist eine gekommen, eine Frau, ja, Schwester, mein Mann bildet sich ein, er sei ein Pferd. Habe ich gesagt, was? Ein Gaul. Ja, ein Pferd. Also ein Gaul praktisch, ja. Er hat sich jetzt beschlauchless, also Hufe, und er wird nur noch und er frisst bloß noch Hover, also Hafer. Habe ich gesagt, au, das wird teuer. Das wird teuer. Das wird uns erstens 3 Wochen Arbeit kosten. Und so bis wir die Hufe wieder umbringen, das kostet ja allein 2000 Euro. Hat sie gemeint, Geld wäre kein Problem, er hat schon 3 Rennen gewonnen. Habe ich gesagt, dann lassen ihn dem Glauben, er wäre Gaul, der wird Galoppe des Jahres, du bist ein Millionär. Psychosomatisch ist richtig schön. Heute Mittag, mein Höhepunkt, solange ich beim Röntgenklinikum bin, einer aus Schmollwasser, bist du nicht, oder? Gott sei Dank. Könnt ihr Schmollwasser an? Sind ihr da? Ich sage jetzt keinen Namen. Könnt ihr Morai mit 2 versenkten Ohren? Beide Ohren total verbrannt. Ich habe gesagt, was ist denn mit dir los? Ja, er hat gebügelt. Mo, ne? Er hat gebügelt, dann hat das Telefon geklingelt und weil er so durcheinander war, hat er das Bügeleisen genommen und ist noch gegangen. Habe ich gesagt, gut, das verstehe ich ja noch. Also das verstehe ich nicht, aber das verstehe ich ja noch. Ne? Aber der andere Schau ist doch auch verbrannt. Da hat er gesagt, ja klar, ich habe doch einen Notarzt müssen rufen. Ja, jetzt will ich euch noch ein wenig erklären, aber das ist jetzt nicht leicht. Wir sind ja vor der Pause, also nach mir ist Pause. Jetzt müsst ihr euch noch einmal zusammenreißen, weil jetzt kommen ein paar Witz, will ich gar nicht sagen. Ich stelle euch jetzt ein paar Leute bei uns vor, aber da müsst ihr ein wenig mitdenken. Und ein Chefarzt war neulich in Urlaub, da haben sie einen Vertreter eingestellt. Und ich sage, heute noch ein Arzt wäre gescheiter gewesen. Da lacht jetzt nur die Intelligenz davon. Ne? Da lacht jetzt nur die Intelligenz. Bürgermeister schmunzelt. Das geht gut, Zeche. Wir haben jetzt auch einen Spezialisten für Injektionen, das ist ein ganz junger Spritzer. Und ich finde, er hat ein wenig einen Stich.
schwierig, ne? Dann habe ich da noch, ja, ein anderer Chirurgen haben wir entlassen, der hat sich zu viel rausgenommen. Die Patienten haben am Schluss gar nicht mehr gewusst, was da fehlt. Ne? Dann habe ich noch eine Lieblingsabteilung und da möchte ich jetzt meine Selzer Fahrradfreunde grüßen, die Huberbeige, wo sitzen sie? So weit hin, Alkoholkontrollen. Jede Woche habe ich einen von der Truppe oben, mache aus Bumm, aber es wird immer aus der Kasse bezahlt. Nee, also Alkoholkontrollen ist immer schön, wenn die Polizei kommt mit Blaulicht, sagt, ah, da kommt wieder einer. Vielleicht sehen wir uns ja heute noch, den einer oder andere, ich weiß nicht, wenn er heimfährt. Ne? Ich habe dann wieder Spätschicht, also ich bin oben. Neulich ist einer gekommen, da haben wir uns gewundert, wie das Blut oder wie das Blut in den Alkohol reingekommen ist. 3,76 Promille, die Blutprobe haben wir destilliert, weil wir nächstes Jahr eine Weihnachtsfeier mitmachen. Und er hat gleich losgelegt, ja, er braucht keine Schwester, er braucht kein Bett, er braucht keinen Arzt, er braucht keinen Notfall, er braucht einen Malteser. Haben wir gesagt, nicht, wir sind Rotes Kreuz, also Konkurrenz säufst du nicht. Ich mache da immer wegen spässlich, ne, weil die alle so ernst sind oben. Ich kapiere nicht den Witz gar nicht. Es ist auch manchmal ist mir zu viel. Also ich bin jetzt 5 Tage oben, gestern Abend bin ich nach der Wirtschaft gesagt, jetzt muss ich immer 3 Bier saufen, ich halte das nichts mehr aus da oben. Ne? Dann ist einer gekommen, so ein alter Jächer, weißt du, die Jächer, alles solche Klappe. Ja, hat er losgelegt, ich muss euch immer erzählen, was ich heute schon alles getroffen habe. Ich gesagt, brauchst gar nicht weiter erzählen, die waren bei uns alle schon oben heute. Kontrolle. Ja, wir haben jetzt auch einen Schönheitschirurgen. Also ich will jetzt mal niemand angucken, aber wenn jemand Bedarf hat, dann kommt man auf. Schönheitschirurgen, super. Der war früher Änderungsschneider. Er hat auch ganz gleich angefangen als Liftboy. Das sind jetzt schon Herausforderungen, oder? Also rein vom Lachen her, ne? Nee, aber zu denen kommen Leute, er hängt das Gesicht aus dem Hals raus, muss ich sagen. Ne? Er möchte jetzt auch einmal im Jahr möchte Sonderangebote, Nasenkorrekturen zum Schnupperpreis. Aber neulich hat er übertrieben. Ich habe es noch gesagt. Er hat eine ältere Patientin, die war, glaube ich, 77, die hat er so verändert, dass er die Rente gestrichen haben. Die kriegt jetzt Kindergeld. Aber ich mache da oben immer, ich weiß nicht, ob man das darf, aber ich mache da oben immer wegen Witz. Ist einer gekommen, Autounfall, habe ich gesagt, bist du verheiratet? Hat er gesagt, ja, aber die Verletzungen stammen vom Unfall. Stationsarzt hat mich gefragt, haben Sie dem Patienten auf Zimmer 321 Blut abgenommen? Habe ich gesagt, ja, aber ich muss euch gleich sagen, mehr als 6 Liter habe ich nicht rausgekriegt. Ich weiß nicht, wie viel hat man? Blutspenden, ich gehe mal zum Blutspenden, da spendest du, glaube ich, 480 oder 490 ml und ich sage immer wieder, beim Blutspenden ist wichtig, dass du mit mehr heimgehst, wie du dort lässt. Deswegen nehme ich immer einen Boxbeutel mit 750 ml. Bin doch nicht blöd. 300 ml mehr. Ja, wir haben jetzt auch ein Brechtzentrum oben am Campus, also wenn jemand heute nachts Bedarf hat, deswegen wäre ich jetzt immer zu Prunksitzungen geschickt. Haben wir jetzt erst vor 4 Wochen, ich war ja gar nicht dabei, haben sie es eröffnet, aber sie haben erzählt, sie haben vorher gut gegessen und haben sie es feierlich übergeben. Und der Saal war dann auch erbrechend voll, habe ich mir sagen lassen. Also einmal frei. Gibt es Kartoffelsalat heute? Nee? Also ich war gerade in. Gibt keinen Kartoffelsalat? Nur Pommes, aber Kartoffelsalat bricht sich schöner. Oder? Habe ich noch einen kleinen Witz zum Schluss. Licht, müsst ihr aber jetzt bildlich vorstellen. Ein Kartoffelsalat liegt im Magen. Also du isst Kartoffelsalat, dann geht er ja durch die Speiseröhre, ich kenne das ja jetzt alles, patsch, und klatscht da unten rein. Muss ich blöd anhören. Dann dauert es 3 Minuten, könnte Zwetschgeschnaps rein. Und seht, mich hat der Meier spendiert. Alles klar. Es dauert 4 Minuten, könnte Birnschnaps rein. Und seht wieder, mich hat der Meier spendiert. 3 Minuten später könnte Malteser rein. Sehe ich, grüß Gott, mich hat der Meier spendiert und klatscht auf diesen Kartoffelsalat drauf. Und wieder 4 Minuten könnte noch
Kein Schnapsrei, ein ganz normaler, glatt schneiden und sich, grüß Gott, mich hat der Meier spendiert. Sehe ich den Kartoffelsalat, lässt mich immer aus, den Meier muss ich mal angucken. Und ganz zum Schluss, ich muss jetzt wieder weiter, habe ich noch ein, das ist kein Witz, also ich dachte immer, es ist ein Witz. Und zwar meine zweite Lieblingsabteilung nach der psychosomatischen ist die Entbindungsstation. Kreißsaal, Campus, jedes Jahr 400 kleine Fratzer kommen raus, werden gedeft und so weiter. Muss ich sagen, hochinteressant. Ich war heute Mittag immer nur eine Stunde bei und was ich da erlebt habe, ist der Hammer. Einer ist gekommen, ein Mo, er möchte bei der Geburt dabei sein, weil er war bei der Zeugung verreist. Geh rein, guck zu. Und jetzt kommt mein Hammer und damit möchte ich schließen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man solche Witze noch erzählt, aber das ist mir scheißegal. Es ist Fasching, ich bin 63, ich kann mir jetzt schon wegen was rausnehmen. Drei Männer kommen auf, heute Nachmittag, 12 Uhr, Geburtsstation, ein Burgleuter, ein Reicherböcher und ein Mo vor einer somalischen Arbeitskollegin. Also Schwarze praktisch, aber ist egal, die kriegen halt auch Kinder und die werden genauso entbunden. Wem ist die Schwester rausgekommen? Es ist etwas Schreckliches passiert. Sie haben die drei Kinder vertauscht. Keiner weiß mehr, wer ist vor dem Burgleuter, wer ist vor dem Reicherböcher, wer ist vor dem Somalier. Also den Somalier werden sie gewusst haben. Ne? Und dann ist der Burgleuter gefragt worden, also er dürfte sich ins Rausüg, egal jetzt, es ist nichts mehr zu klären, und nimmt das Kind vor dem Somalier. Dann hat die Schwester gesagt, also alles, was recht ist, aber das kann nicht stimmen. Das sieht ja jeder Blinde. Das kann nicht stimmen. Hat er gesagt, es ist mir scheißegal. Bevor ich den Reicherböcher nehme, nehme ich das. Genau! Dankeschön! Ihr habt es doch! Genau! Keine Zugabe, aber eine wahre Begebenheit. Ich bin vorhin da hineingekommen und überall, wo ich hingehe, sage ich, du, wen möchten ihr am wenigsten? Für diesen Witz, ne? Dann habe ich gesagt, Niederlauer, oder? Haben Sie gesagt, ich glaube, du warst da dabei, ihr wart alle zwei dabei. Ja, eigentlich schon Niederlauer, aber Reicherböcher könnten wir auch langsam nehmen. Außerdem werden heute mehr Reicherböcher da wie Niederlauer und deswegen steht in meinem Vertrag, ich soll diesen Witz mit Reicherböcher machen. So weit sind wir. Hello! Ja, unsere Krankenschwester alias Freddy Bräunig. Hello! Dankeschön. Ja, lieber Freddy, stärk dich am Bömmel. Dringe mal gescheit, das hast du dir nach deinem Auftritt wirklich verdient. Sieht aus wie die Sau. Ja, der Freddy hat ja jetzt den Bayerischen Verdienstorden verliehen bekommen. Ach, gut. Und den gibt es ja bekanntlicherweise nur 2000 Mal in ganz Bayern. Ne? Dafür kann ich am Campus sein, also ja. Da habe ich Einfluss. Ne? Aber also wir können auf jeden Fall mithalten, denn unser Orden, den gibt es nur 200 Mal in ganz Deutschland. Nee. Also da hast du schon echtes Unikat. Ja, sauber. Ja, das ist ein Töschler. Es ist vielleicht wegen Untergang. Ne? Wir haben ja vorhin mit Werbung zum Eikäfer und alles. Man muss ja mit Inflation mit einberechnen, die Leute können sich nicht mehr so viel leisten, deswegen haben wir es ein wenig kleiner gemacht, dass es nicht so viel reingeht. Ne? Ja, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ihr habt doch die Riesendinger rumhängen. Ach, das ist 2019. Ja. Wir können uns nur alle 10 Jahre einen teuren Orden leisten. Ja. Ne? Finanzkrise. Aber mir ist zu dem Thema Krankenschwester noch ein schöner Witz eingefallen. Ja. Weißt du eigentlich, welcher Sex besser ist, mit der Krankenschwester oder mit der Lehrerin? Das haben Sie mich vorher in Abstand gefragt, aber ich habe es vergessen. Ne? Also, der mit der Lehrerin. Weil die Krankenschwester sagt der Nächste bitte und die Lehrerin sagt, das wiederholen wir. Brüller.
Wallig, ey. Brüller. Also zu langsam, ne? Es ist wallig mal gut mit deinem Witz. Du Witzbold, aber der war gut, finde ich. Der war saugut. Also da hätten wir auch... Hallo, das mache ich. Können wir wiederholen? Ei, Stadionatmosphäre, Stadionatmosphäre. Von wem der das nur hat, ne? Also von mir hat er es nicht. Verstehe ich nicht. Aber schöne das ist schon, du hast dich schon rausgeputzt. Ja, ne? Das ist aber nur für die Kassenpatienten. Ach so. Die, ach so. Was, die Private lesen sie mich gar nicht, nein. Ach, so, ach schade, ey, Klaus, können wir gar nicht mithalten. Die kriege die richtige Schwester. So ein Witz, ey. Aber schön weich sind sie, ne? Also ja, aber jetzt lassen wir die Leute Pause machen. Ja, ist egal. Also, wir gehen jetzt in die Pause. Jedes Mal lang um die Brust. Da hinten schon. In 30 Minuten Blitz, sind wir wieder Blitz, zurück. Blitz. Und bitte den Auszug für unsere Krankenschwester. Hello!